Willkommen zunächst einmal auch von meiner Seite zu dieser Erasmus Plus Jahrestagung, die diesmal online stattfindet. Ich glaube aber, dass gerade dieses Jahr der Austausch ganz wichtig ist, weil eben so viele Neuerungen, wenn man so will, auch anstehen. Also die Corona-Pandemie ist ja sozusagen nur eine Herausforderung. Es gibt das neue Programm und wie es sich entwickeln wird. Es gibt natürlich auch die neue Abwicklungsstruktur und gerade da ist ein Austausch umso wichtiger. Ja, die größte Herausforderung ist die Corona-Pandemie für uns alle zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich hat es andere gegeben, aber wenn wir uns anschauen die letzten Jahre, das hier ist definitiv die größte Herausforderung und stolz bin ich darauf, dass wir die bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich ganz gut gemeistert haben, mit wirklich hunderten einzelnen Anfragen, tausenden einzelnen Stornierungen, Unterstützungen für die, die gesagt haben, ich bleibe draußen etc. Das, glaube ich, zeichnet uns schon auch aus, dass wir hier so serviceorientiert arbeiten haben können. Wir werden versuchen, sozusagen weiterhin auch die Mittel hier abzuholen. Das werden wir sehen, ob das gelingt. Aber eins weiß ich ganz sicher, diese verschiedenen Krisen, die es gegeben hat, ja, auch die Finanzkrise, beim Brexit ist es ja noch nicht ganz abgeschlossen, da sind wir eigentlich immer stärker hervorgegangen als davor. Und insofern mache ich mir auch jetzt keine großen Sorgen. Man sieht ja auch jetzt an den Zahlen, das Interesse an Erasmus Plus ist wahnsinnig groß, in Wirklichkeit ungebrochen. Natürlich jetzt weniger in der Mobilität, in der klassischen, also ins Ausland reisen, ist im Moment einfach schwierig. Ich habe jetzt leider keine Verbindung mehr zum Herrn Kalitsche. Okay. Ja, doch, das war alles. Ich hoffe, das war liegt alles jetzt gut. Nur an meiner Seite. Ja, es war alles gut. Dann darf ich kurz noch abschließen. Das Interesse ist ungebrochen bei Erasmus, weniger jetzt in der klassischen Mobilität, mehr in der projektbezogenen Zusammenarbeit, in der Projektförderung. Und da sieht man einfach, wie wenn wir flexibel damit umgehen, wie viel wir nach wie vor hier leisten können damit. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir auch in die nächste Periode sehr gut starten werden. Und ja, Corona-Beschäftigung beschäftigt uns jetzt aktuell, aber natürlich liegen die großen Themen am Tisch. Dinge wie Inklusion, wie Digitalisierung, wie Green Erasmus und so weiter. Und die werden wir Vollgas bearbeiten. Da möchte ich mich einfach nur auch bedanken bei den Personen, die hier auch anwesend sind heute. Das sind nämlich ganz, ganz wichtige Partnerinnen, Partner für uns in der Umsetzung. Sei das jetzt im Bund, in den Ländern, in den Hochschulen, in den Bildungsdirektionen, zukünftig für uns auch die Jugendorganisationen natürlich. Großes Dankeschön von meiner Seite. Vielen Dank für diesen ersten Rückblick. Dankeschön. Ja, Frau Asadi, ich würde gerne mit Ihnen weitermachen. Sie vertreten ja mit dem Interkulturellen Zentrum die Mitorganisation dieser heutigen Tagung. Wenn wir zurückblicken, dann blicken wir zurück auf 7 Jahre Erasmus Plus, Jugend in Aktion, auf 3 Jahre Europäisches Solidaritätskorps und auf mittlerweile 14 Jahre IZ als Nationalagentur für den Jugendbereich. Aus Ihrer Sicht, welchen Mehrwert hat diese lange Zeit für den Jugendbereich in Österreich gehabt? Einen wunderschönen guten Nachmittag. Es freut mich, dass ich heute als Mitglied des Vorstandes auch IZ hier vertreten darf. Wenn ich einmal aus der Sicht von Kinderrechte und Menschenrechte die Arbeit von nationaler Agentur in den letzten Jahren mir anschauen würde, 2, 3 Zahlen kommen total zu mir in Gedächtnis. Eine davon ist das, wie viele Personen wurden erreicht und wenn ich mich nicht falsch erinnere, 35.000 Jugendliche. Für mich 35.000 Jugendliche ist eine Größe größer als Bregenz und fast die Größe von Steyr in Österreich. Wenn so viele junge Menschen mit diesem Programm erreicht worden sind, dann ist dieses Programm ein ganz wichtiger Baustein im Sinne von Inklusion, aber auch im Sinne von Ausbildung im Bereich der Menschenrechte und Demokratie.
So, ich bin sehr stolz auf dieses Programm, das wir in Österreich haben und auch die Arbeit, das die nationale Agentur bis jetzt geleistet hat. Für mich in diesem Bereich sind wiederum zwei, drei Punkte sehr wichtig. Ein wichtiges Punkt, dass eben hier die Kinder und Jugendliche, die auch mit Behinderungen in diesem Programm teilgenommen haben. Das ist etwas ganz Spezielles, dass auch diese Kinder eine Stimme gegeben worden sind. Und ein weiteres Thema ist, dass Multiplikatoren wurden auch einbezogen. Das ist nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Multiplikatoren und auch natürlich Europa. Wenn wir Europa in Go Local sagen, das ist europäische Werte sind hier Go Local. Und im Kontext von Menschenrechtsstätte, wir sagen genauso, Europa goes local. Und das ist ganz wichtig, dass wir von allen Bereichen diese Themen, die unsere Werte auch beeinflussen, zusammenzufügen und sagen, dass okay, vielleicht auch dieses Jahr diese Mobilität im Sinne von richtiger Reisen nicht möglich ist. Gratulation an die Arbeit bis jetzt. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön für diese erste Runde. Ja, dann gehe ich gleich weiter zur Frau Humer. Herzlich willkommen bei uns. Aus dem Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend. Frau Humer, aus Ihrer Sicht, welchen Mehrwert hatten die europäischen Programme für den Jugendbereich in Österreich in den vergangenen 7 Jahren? Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen dabei sein darf bei dieser Online-Tagung und auch so viele sich angemeldet haben. Ich glaube, allein das zeigt schon, wie erfolgreich dieses Programm und die Programme auch sind. Ja, aus unserer Jugendsicht und der Jugendministeriumssicht haben beide Programme einen enormen Mehrwert und Bedeutung, weil sowohl Erasmus Plus als auch der Europäische Solidaritätskorps eine Besonderheit haben, nämlich eine Besonderheit dahingehend, dass Einzelpersonen, sprich junge Menschen oder auch Jugendmultiplikatorinnen und Multiplikatoren ihre eigene Projektidee mit Hilfe von EU-Fördermitteln umsetzen können. Und das ist etwas ganz Besonderes und das Spannende und ich glaube, das Erfolgsmodell beruht auch darin, dass hier die EU-Fördermittel immer auch zur Gänze genutzt und ausgeschöpft werden. Glaube ich, ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass wir hier ein attraktives Angebot haben, das nicht nur die Interessen der jungen Menschen versteht und sie auch abholt, wo ihre Interessen sind, sondern auch die Interessen junger Menschen noch stärker fördert und auch unterstützt. Und die Frage des Mehrwerts lässt sich ja mittlerweile auch ja, wissenschaftlich auch darstellen und zeigen. Und ich glaube, wir dürfen das oder müssen das auch immer wieder betonen, auch in der Darstellung auch dieser beiden Programme. Sie wissen, das EU-weite Begleitforschungsnetzwerk GRAY ist hier sozusagen sehr stark im Feld aktiv und hat den Mehrwert auch sehr klar formuliert. Und aus meiner Sicht sind drei Punkte hier so zentral. Erstens, junge Menschen haben die Möglichkeit, ihre Kompetenzen, ihre Schlüsselkompetenzen zu stärken. Zweitens, wir fördern die Bereitschaft, in Europa mobil zu sein. Und der dritte Punkt, und der ist mir persönlich auch so wichtig, diese Programme stärken auch die demokratischen Werte. Und ich denke, das ist gerade in Zeiten wie diesen von ganz besonderem Wert und Bedeutung. Mhm. Vielen Dank. Ich habe auch im Chat mittlerweile einige Kommentare und hier wird, was Sie gesagt haben, auch sehr unterstützt, zum Beispiel von der Kunstuniversität, eine Teilnehmerin, virtuelle Mobilität ist als Zusatzangebot gut, aber kann die ganze Mobilität nicht ersetzen. Also Sie erfahren hier große Zustimmung. Ja, Herr Netzer, last but not least in der ersten Runde sozusagen der Blick zurück auch aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wenn wir auf die Generation 2014 bis 2020 zurücksehen, dann sehen wir, dass wir im Bildungsbereich über 100.000 Menschen aus Österreich mobil gemacht haben mit Erasmus Plus. Über 3.000 Projekte wurden in Österreich umgesetzt. Jetzt handelt es sich ja um ein europäisches Programm mit vielen Auslandskontakten. Aus Ihrer Sicht, welche Bedeutung hat denn das Programm für das nationale Bildungsministerium? Äh,
Sie sind noch stumm, Herr Netz? Jetzt müsste es gehen. Wunderbar. Jetzt habe ich es geschafft. Super, ich möchte mich auch eingangs bedanken für die Einladung. Vielen Dank, dass ich auch kurz die Perspektive des Bildungs- und Wissenschaftsministeriums hier einbringen darf. Ja, Sie haben eine wichtige Zahl genannt, 100.000 Menschen, die sich im Bildungsprogramm beteiligt haben, weil schon der Vergleich mit Bregenz gefallen ist, mit 35.000 Jugendlichen, 100.000, wenn man so Zahlenspiele weiter fortsetzt, das ist mehr als ein kompletter Altersjahrgang, das ist in Österreich ungefähr 80.000, ja, also könnte man auch sagen, ein kompletter Altersjahrgang hat hier teilgenommen. Das sind sehr erfreuliche Zahlen und hat eine Wirkung weit über die individuelle Biografie hinaus. Das ist natürlich eine sehr wichtige Erfahrung für die jungen Menschen, die sich hier beteiligen und auch die Lehrenden aus dem Bildungssystem, die sich hier beteiligen. Das hat aber auch einen großen Impact für das System, denn diese Menschen bringen ihre Erfahrungen ja nachher in die Institutionen ein, bringen diese Erfahrungen in ihr soziales Umfeld ein. Und da bin ich vollkommen bei meinen Vorrednerinnen, bei Frau Generalsekretärin Hummer und auch bei Frau Assadi, die sehr diese europäische Dimension und die europäischen Werte unterstrichen haben. Ein relativ kleines Land wie Österreich, das sehr stark aufgrund seiner geopolitischen Vernetzung auch auf Austausch angewiesen ist und von Austausch profitiert. Da haben wir mit diesem Programm dann die Chance, dass die jungen Menschen sehr viel mitnehmen in ihren weiteren Lebensweg, in ihren weiteren Arbeitsweg dann auch. Und insofern ist das für uns mehr als nur ein Programm, das jetzt im Bildungsbereich funktioniert, sondern hier sehen wir eine große Nachhaltigkeit in das soziale Gefüge unseres Landes hinein und in das wirtschaftliche Gefüge unseres Landes hinein. Wir sind auch sehr froh, letzter Satz, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen, gemeinsam mit der Jugend sozusagen alles gemeinsam abwickeln, damit hoffentlich noch mehr Schlagkraft entwickeln und Österreich damit insgesamt noch besser positionieren werden und den jungen Menschen in unserem Land noch attraktiveres Gesamtangebot machen können. Mhm. Vielen Dank, Herr Netzer. Auch danke für den letzten Satz, der lässt mich wunderbar an unsere zweite Runde anschließen, an meine Frage, die ich gerne an den Herrn Kalitsche nochmal stellen möchte. Ja, viele von Ihnen werden es vielleicht schon gehört haben, wissen, die Nationalagentur Jugend in Aktion und das Europäische Solidaritätskorps werden ja ab 1. Jänner des kommenden Jahres Teil des ÖAD sein. Und wäre meine Frage jetzt an den Herrn Kalitsche, welchen Mehrwert sehen Sie denn für das Programm Erasmus Plus durch diesen Zusammenschluss und welche Neuerungen werden aus Ihrer Sicht damit einhergehen? Ja, wir haben, glaube ich, schon gehört jetzt von Generalsekretärin Hummer und Generalsekretär Netzer, dieses Erasmus Plus Programm, das hat gemeinsame große Ziele, unabhängig von den einzelnen sozusagen Teilsegmenten, in denen das Erasmus-Programm Wirkung erzielen soll. Menschen ins Ausland bringen, Demokratie fördern, auch die europäische Identität fördern, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wirklich Kooperation bei der institutionellen Entwicklung, neue Impulse in das jeweils eigene Land zu bringen, um für mehr Innovationen zu sorgen. Und ich glaube, das steht hier, muss hier wirklich im Vordergrund stehen. Die Zusammenführung bedeutet einmal zunächst, dass die Verwaltungen zusammengeführt werden. Und für mich ist hier ganz einfach die oberste Priorität, eine hochqualitative Verwaltung zu gewährleisten und fortzuführen. Und da gibt es natürlich einige Schnittstellen und Anpassungen, die man so machen kann, dass man einfach effizienter ist in der Verwaltung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil mit der Verwaltung helfen wir nämlich nicht unbedingt denen, die draußen sind und das Programm wirklich in Anspruch nehmen. Und darum geht es nämlich eigentlich, und das ist der zweite Teil meiner Antwort, wir werden uns natürlich auch mittelfristig anschauen, na, wo sind jetzt genau die Schnittstellen, zum Beispiel in der Vermarktung, in der Kommunikation, damit einfach mehr Personen an diesem Programm teilnehmen können. Es gibt ja mehr, wird ja mehr Geld geben, das heißt auch mehr Aufwand darin, das Geld rauszubringen, Nutzen von den unterschiedlichen Sektoren, vom Jugendsektor, von der Zivilgesellschaft, von Unternehmen auch, Hochschulen, Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen und so weiter. Das große Ziel, das drüber steht, ist ganz einfach, mehr PS auf die Straße zu bringen, indem wir hier zusammenarbeiten. Vielen Dank. Frau Assadi, aus Ihrer Sicht, was wünschen Sie sich denn aus diesem Zusammenschluss? Sie sind ja auch sozusagen davon jetzt direkt betroffen.
Ja, klar. Natürlich, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das wir für die Nationalagentur wünschen, dass die Arbeit, die bis jetzt hervorragend weitergeführt worden ist, auch weiterhin besteht und weiterhin auch gemacht wird. Und auch im Hinblick auf jetzige Situation mit Jugendlichen und Covid und auch die Gegebenheit von dieser Zeit, dass auch nationale Agentur und auch diese Programme auch in eigentlichen inhaltlichen Arbeit auch diese Krise berücksichtigen und auch weiterführen und Demokratie fördern oder Rolle der NGOs nicht vergessen wird und auch Jugendliche weiterhin im Mittelpunkt stehen und für sie gearbeitet wird und mit ihnen gemeinsam und auch ihnen eine Stimme gegeben wird. Und natürlich auch hier bedanke ich mich ganz besonders an alle Kolleginnen und Mitarbeiterinnen von Nationaler Agentur, dass sie eine hervorragende Arbeit bis jetzt geleistet haben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass auch diese Experten und Experten auch in der Zukunft ihre Arbeit im Rahmen von das ist nur alles Gute für die Zukunft, wünsche ich. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir nehmen diese Wünsche mit und richten sie auch an die Zukunft. Wunderbar. Dankeschön. Ja, Frau Hummer, der Blick in die Zukunft, in die neue Programmgeneration. Wie kann aus Ihrer Sicht die Jugendarbeit in der neuen Programmgeneration weiterhin von Europa und auch den europäischen Förderprogrammen für junge Menschen profitieren? Frau Asadi hat gerade gesprochen von den Jungen eine Stimme zu geben. Und ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Und da knüpfe ich auch gerne an, weil das ist auch das, was wir als Jugendministerium wollen und auch weiterhin jedenfalls fördern werden. Und wenn ich in die nahe Zukunft blicke und ab dem Jahr 2021 freue ich mich, dass wir auch starten werden in die neue Programmperiode gemeinsam mit dem ÖRD auch noch besser und da auch ein Danke an den Jakob Kalic und sein Team, auch gut gebündelt die Jugendprogramme weiter auf Schiene bringen werden und auf den Boden bringen werden. Und das, was, glaube ich, für uns alle sehr erfreulich ist, ist, dass die nächste Programmperiode auch sehr gut finanziell ausgestattet ist. Denn das ermöglicht uns und damit gelingt es uns auch, die erfolgreichen 25 Jahre EU-Jugendprogramme auch weiterhin zu stabilisieren, aber auch noch weiter auszubauen und dorthin zu schauen, was es braucht. Und für mich ist diese Stärkung des finanziellen Ausbaus auch ein starker Ausdruck der politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger, weil es damals auch klar zum Ausdruck bringt, wie wichtig auch diese Programme für junge Menschen sind und auch als Wichtigkeit auch gesehen werden. Ich möchte vielleicht auch ergänzen, dass mir auch völlig bewusst ist, dass gerade die Corona-Pandemie uns alle vor Herausforderungen gerade auch im Bereich der EU-Programme gestellt werden. Wir haben ja in der ersten Runde schon davon gesprochen, wie wichtig die Mobilität oder auch der persönliche Austausch ist. Wir alle erleben jetzt andere Formen der Kommunikation, wie auch heute hier in diesem Format. Und das wird sicher eine Aufgabe auch für uns sein, mit Flexibilität auch auf diese Herausforderungen, die die Welt im Moment an uns stellt, auch zu reagieren. Aber, um es auch positiv zu formulieren, eines hat, denke ich, gerade das letzte halbe Jahr auch sehr deutlich gezeigt, was die Jugendarbeit und wir alle können, ist Flexibilität. Auf Flexibilität zu reagieren, nämlich auf Basis all unserer Kompetenzen, die wir haben, auf Basis auch der Experimentierfreudigkeit in manchen Bereichen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die die Jugendarbeit auszeichnet, nämlich nicht nur die Arbeit der Jugendorganisationen, der Nationalagentur, Jugendprojektträger, aber auch viele regionale Jugendinfostellen, alles Partner, die in diesem Feld tätig sind und eine ganz wesentliche und wichtige Arbeit leisten. Und ich glaube, wenn wir weiter diese Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Interesse der jungen Menschen leisten und weiter tun und umsetzen, blicke ich auch sehr zuversichtlich in das, was noch kommt und in die nächste Programmperiode.
Vielen Dank für Ihre Worte, für Ihre Zuversicht, für den Ausblick in die neue Programmgeneration. Ja, damit in dieser Gesprächsrunde meine letzte Frage, die geht dann nochmal an Sie, Herr Netzer. Im Nachfolgeprogramm von Erasmus Plus ab 2021 sind einige Punkte schwerpunktmäßig verankert. Inklusion ist einer davon, Digitalisierung, die wir ja heute auch gerade erleben. Green Erasmus ist auch ein Schlagwort, das da vorkommt. Was sind denn von Seiten des Bundesministeriums die entscheidenden Punkte, damit dieses neue Programm erfolgreich umgesetzt werden kann? Das Mikrofon bitte noch einschalten, Herr Netzer. Okay, ich habe es wieder nicht geschafft, das Mikro rechtzeitig einzuschalten. Ich fange nochmal an, danke für den Hinweis. Die Punkte, die Sie genannt haben und anknüpfen an das, was von Frau Generalsekretärin Hummer gerade gekommen ist, dass es ja auch eine budgetäre Ausweitung geben wird. Da geht es dann schon darum, dass wir auch mehr Schülerinnen und Schüler beziehungsweise teilweise auch Studierende erreichen aus Zielgruppen, die wir bisher noch zu wenig erreicht haben. Erasmus Plus darf kein Elitenprogramm sein, ja, und wenn es mehr Mittel gibt, dann ist eben dieser Begriff der Inklusion, wie er von der Europäischen Kommission verwendet wird, da geht es um eine Breitenwirksamkeit, um sozusagen ein Vorstoßen auch in Zielgruppen, wie gesagt, die bisher unterrepräsentiert sind, nämlich wir sehen jetzt, es gibt sozusagen Bereiche, institutionelle Bereiche, wo das sehr gut greift und die immer wieder dann sozusagen auch akquirieren und das weitergeben, wo es hier zu Mobilitäten kommt. Und wir sehen, dass wir in bestimmten Bereichen einfach noch zu wenig attraktiv sind oder zu wenig motivierend sind, dass sich auch die Menschen dann drüber trauen. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, dieses Stichwort Inklusion. Was ich schon auf wichtig finde, ist sozusagen auf der anderen Seite diese Vereinfachung und das könnte uns dabei helfen, das zu verbreitern. Es ist ja geplant, dass zum Beispiel über eine Akkreditierung von Schulen dann das weitere Antragsverfahren wesentlich einfacher läuft. Das kann sehr dazu beitragen, dass, wie gesagt, weitere Zielgruppen angesprochen werden. Und was ich auch wichtig finde, ist sozusagen diese Möglichkeit von Exzellenzpartnerschaften. Ja, dass wir gerade im Hochschulbereich auch neue Möglichkeiten haben, europäische Universitäten sich vernetzen, hier qualitativ nochmal einen Sprung weiterkommen, vor dem Hintergrund der europäischen Herausforderungen, vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen ist auch diese Schiene ganz wichtig, glaube ich, dass wir hier sozusagen übergreifende, wenn man so will, Thinktanks, wenn ich das einmal so flockig formulieren darf, über Erasmus generieren können. Insofern sehr ambitioniert, glaube ich. Ja, das ist jetzt nicht einfach more of the same für die Zukunft geplant mit idealerweise mehr Geld, sondern hier werden auch qualitativ, glaube ich, ganz, ganz wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen allen für diese ersten zwei Gesprächsrunden, für Ihre Rückblicke und auch die Einschätzungen, was die Zukunft betrifft.